Erst war es zu langsam und dann ging es doch sehr bon zu. Der Brontosaurus war nun da und der Teratinosaurus schaut meistens anders an. Schaut ihn anders an oder schaut er ihn einfach nur an? Wer weiß, wer weiß. Zum Glück ist es ein Pflanzenfresser. Und dann kam auch noch dieses Wetter. Nebel, Regen, Dunkelheit. Was für ein Vergnügen. Werden Sie die Sache noch lange durchstehen? So, unten brauchen wir ja eh dann was zum Fliehen. Mal kurz schauen, was ich jetzt hier als nächstes noch brauche, aber ich auch hier gucken können jetzt, ne? Holz habe ich jede Menge. Ich brauche Stein und Stroh. Dann nur mal erst ein kleines bisschen Stroh. Das ist eine Pflanze. Gut, ich kann mir das immer nicht merken, was ich alles brauche. Hier Stroh und jetzt holen wir noch ein bisschen Stein. Stein kommt zu mir. Ist hier oben noch was? Da ist was. Und direkt wieder hier was herstellen. Und ich schaue auch mal kurz wieder. Ich werde was auf Gewicht legen. Und wie ihr seht, habe ich Hunger. Beelzebufusack. Wie sieht der denn aus? Nochmal auf Gewicht. Und dann geht es weiter zum nächsten Stein. Einfach immer und immer weiter abbauen. Um ein riesiges Fundamentwerk zu erstellen. Ach so, man kann sogar die Rüstung färben. Sehr gut. Cool. Dann können wir uns die Rüstung vielleicht doch mal anders anfärben. Jetzt ist aber schnell dunkel geworden. Ja, das ging jetzt irgendwie ruckzuck. Nochmal mal auf Gewicht. Ich glaube, Stein habe ich jetzt auch jede Menge. Deswegen werde ich gleich mal hier... Reparieren wir erstmal kurz. Bin ja auch gerade sehr beladen. Dass ich erstmal wieder ein paar Fundamente loswerden soll. Oh, sie läuft da unten lang. Woran hast du das denn jetzt gemerkt? Oh, sie leuchtet vor sich hin. So. Unten reicht das ja, wenn wir dort rauskommen, ne? Was beim Wasser? Ja, die... Wenn wir nur unten, weil dann nach oben hin können wir ja dann zur Wende hinsetzen. Ja, wir können ja ins Wasser springen. Genau, wegschwimmen. Jetzt, wahrscheinlich müssen wir auch irgendwie reinfliegen, also das ist ja... Ich weiß es noch nicht genau, wie wir es machen. Ja, du meinst die, die Holzkohle meinst du sehr wahrscheinlich, Master MLP? So. Das war's. Und ich habe hier anscheinend jede Menge Kram beladen. Ich esse jetzt erstmal die Beeren hier komplett auf. Die hier nicht, weil dann liege ich wahrscheinlich flach. Und ich bin ja völlig überladen, aber jetzt habe ich schon ein kleines bisschen Möglichkeit, aber ich kann immer noch nicht rennen. Ich habe immer noch zu viel. Ah, ich habe alles Mögliche mit. Alles wiegt viel. Deswegen werde ich erst einmal das rausholen und zum nächsten Baum rennen.
Was ist denn diese Ghillie-Rüstung? Ist das die? Oder welche, was für eine Ghillie-Rüstung meint ihr? Ich bin gerade völlig überladen wieder. So, zwei Fundamente. Dann kann ich mich hoffentlich wieder bewegen. Ja, ich kann mich wieder bewegen. Dann habe ich dann Level Up. Da hauen wir gleich noch ein bisschen was aufs Gewicht. Dann können wir ja als Ziel gleich damit machen, um mal Farbe herzustellen. Ja, ich bin wieder. Jetzt habe ich wieder zu viel. Ja, hier, Feuerstein weg damit. Und wahrscheinlich auch viel zu viel Holz und zu wenig Stein. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich habe jetzt erstmal alles raus. Völlig überladen. Ich weiß, ihr würdet das alles ganz anders machen. Ich schmeiß die Sache einfach raus. Fertig. So, wieder zwei was gesetzt. Ach so, diese Ghillie-Rüstung wird aus Polymer hergestellt. Oh, jetzt hat mich ein kleiner Taschendieb erschreckt. Mann! Der ist ja frech. Ja, der kam plötzlich. Mit von oben runter gehüpft. So, wenn wir so was trinken. Fackeln sind gar nicht an. Weil nichts drin liegt. Kann man auch die verbrennen? Nee, ne? Ja, legen wir ein bisschen Holz rein. So, zünden. Wo ist die nächste Fackel? Da ist eine Fackel. Hier ist noch eine Fackel. Also man sieht, Holzkohle ist schon einiges da. Hier zwischen den Beinen ist auch noch eine. Eine Fackel zwischen den Beinen. Heißes Gerät. Das hast du jetzt gesagt. Oh Mann, ich laufe so langsam. Bist du zu voll? Ja. Kann man das hier drin auch anmachen, Feuer anzünden? Ja, ist wieder schön warm hier drin. Ich komme irgendwie mit meinen Sachen hier nicht so richtig zurecht. Ich nehme mal das Fleisch mit, ne? Mach das. Die kleine Falle hier oben können wir ja dann eigentlich abreißen. Wenn wir da unten die große haben, können wir da doch kleine Dinos fangen. Ja, dann können wir das eigentlich mal wegnehmen, ne? Hier steht da so ein riesen Dino und doch kleine Fliege unten runter. Der schützt sich. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es Rohstoffe zurück gibt. Das ist physisch auch. Ach doch, hinzugefügt. Ja, da gibt es Dinge zurück. Da werde ich mich daraus direkt mal wieder Fundamente herstellen. So, weiter, weiter. Ich sehe ja gar nichts mehr. So dunkel hier. Ja, ich verdammt dunkel, ne? Eine Treppe. Gut, ich könnte die auch eigentlich hier mal so machen. So, oh, ich sehe ja was. Boah. Ich sehe was. Ich habe Licht. Ich habe Licht. Ihm ist endlich ein Licht aufgegangen. Sei nicht so frech zu mir. Boah, jetzt regnet es. Pass auf, dass sein Licht nicht wieder ausgeht. Jetzt wissen wir, warum ein Flügge da unten drunter saß. Also Flügge ist der Pteranodon. Der ist völlig flügge. Habe ich noch irgendwas stehen lassen? Hier? Hier? Das ist auch noch was? Es liegen hier jede Menge Steingerümpel rum. Also ich denke mal, hier liegt eine Tasche mit unserer Luft. Die lass mal liegen. Ich hoffe mal, ich habe alle erwischt. Ich gehe jetzt trotzdem mal wieder zu der neuen Falle. Gewächshaustür. Master MLP, ich vermute, du meinst bestimmt an Malen, oder? Was mit Personen und Wänden? Und ihr beiden seid wirklich verrückt. 4000 Stunden, 2000 Stunden. Also,
Und das nur in einem Spiel. Das habe ich maximal vielleicht bei Fußballmanager. Und ich bei Sims. Ich weiß gar nicht, ob da die 4 Stunden überhaupt hinkommen. Nicht 4. 4000. Naja, 4000 Stunden. Ich glaube, okay. Das reicht okay. Bei mir gar nicht. Das stimmt, sie spielt schon wirklich seit vielen, 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 vielen Jahren Sims. Also ich habe noch ein paar von meinen Fundamente gesetzt. Ich bin nicht einmal weggelaufen und mal gucken, wie weit wir ob sie mit den Fundamenten. Was ist mit den Fundamenten? Dann baue ich ringsrum schon mal die Wände. Also ich brauche hier noch... Ich glaube, 2 waren es ein bisschen. 2 sind es 3. 1, 2. 2 bedeutet, ich brauche noch 4-mal Fundament. Wenn ich das richtig sehe. Nein, falsch. 6-mal. Sie sind noch eine Reihe, aber hier kann jetzt sein, dass ich nicht setzen kann. Das ich bräuchte mal eine übelste Steinquelle. Kann nicht sein, dass wir es sogar hier abkürzen müssen, weil wir hier nicht setzen können. Wenn ich dann sehen, dann muss ich Fundamente wegreißen. Ja. Wird sowieso noch eine. Sehen, wie wir es machen, ob man da mit Treppe reingerannt kommt oder wie auch immer. Juhu hat auch Sims. Ich habe das bekommen, ich weiß noch, zu Weihnachten. Mein erstes Sims, das war Sims 1. Ich weiß gar nicht, da. Das war kurz bevor Sims 2 rauskam. Und seitdem spiele ich das. Jetzt aber schon mit Sims 3. Da spielst du auch schon eine Weile. Ja. So, Nahrung, erstmal wieder mal 2 Stück Fleisch, das ist auch wieder voll. Wasser ist auch voll, weil es regnet ja. Ach, diese Wand, die viermal so hoch ist, ist echt... Teuer, ne? Ja, ich komme da gar nicht mehr zurecht mit meinem Gewicht. Ich schaffe das gar nicht. Mach erstmal noch die anderen Wände. Ich schau mal kurz, was für Wand, die viermal so hoch ist. Ach so, im Regen kann man den Beutel mit Wasser füllen? Muss ich das einfach auf den 9 drücken? Oder wie füllt man den jetzt hier? Wie füllt man den denn? Ah, hier kann ich verbrauchen und fallen lassen. Und hier, ah, der scheint voll zu sein. Der scheint voll zu sein. Wie hast du das gemacht? Oh, glaube ich einfach voll. Oder? Nee, der ist jetzt nicht voll. Achso, ich habe 6 gedrückt. Also meine Nummer. 6 jetzt scheint er voll zu sein. Genau, ach cool. So. Einfach auswählen, dann ist er voll. So, genau. Komm, kleiner Taschendieb. Dann haben wir auch schon mal den Wasserschlauch geklärt. Da drüben, die Dinos. Also Sims 4 könnte ich auch spielen. Da haben wir den ersten Teil, das Basisspiel. Aber ich habe ja alles von Sims 3. War wirklich alles gnadenlos. Und das... Kein Interesse für Sims? Das spiele ich. Nun geht doch gar nicht. Da gibt's keine Bögen, ne? Genau, keine Bögen. Aber es gibt einen Sendenmann. Und es gibt Sims Mittelalter. Was mache ich hier eigentlich gerade, außer sinnlos durch die Gegend laufen? Ich will Fundamente herstellen. Und bei Sims, wenn einer gestorben ist, kann man sich die Gitarrenfähigkeit perfektionieren. In einem speziellen Friedhof gehen mit Mephisto, so heißt er dort, im Duell antreten und wenn du gewinnst, bringt er dir die Person wieder. Ich treffe den Baum nicht. Weil es dunkel ist? Weil ich nicht rankomme. Oder kann ich den Baum überhaupt treffen? Was mal hier? Die Fackel kaputt gegangen, jetzt reicht's langsam hier. Es läuft bei dir. Ich kann sie nicht herstellen, weil ich die ganzen Feuersteine rausgeschmissen habe. Ah, es läuft. Also ich sehe gerade gar nichts. Das seht ihr auch. So. Da unten bist du. Ja, ich baue Fundamente. Ich renne hier einfach mal durch die Gegend und hoffe, dass ich hier... nicht Fundamente, Wände baue ich Wände. Hier mal, kann ich den Stein hier? Ja, so, und dann... 3, so. Ja, ich glaube, in Minecraft kannst du einiges machen. Also in Minecraft war ich auch mal kurz drin, aber ich habe dann, das ist halt ein Spiel, da braucht man auch viel Zeit. Das ist wie mit Ark, also Spiele mit viel Zeit und
Ich will mich nicht gleich mit zu vielen Spielen überlasten. So. Ups. Okay. Da entstehen langsam die Wände. Sehen, ob ich die Fundamente hier noch platzieren kann, so wie ich das geplant habe. Genau, guck mal. Hier hinten kann ja eine Zuhrwand hin, da kommt ja dann eh die Treppe hin, oder? Das funktioniert. Oder wollen wir in jede Richtung raus können? Ja, aus einer Richtung müssen wir müssen sowieso sehen, wie wir den hier reinkriegen, denn das weiß ich noch nicht so genau. Jetzt schauen wir mal hier. Ich brauche wieder Stein. Ich brauche jede Menge Stein. Was ist denn Himmelsrand? Ist jetzt vielleicht eine blöde Frage. Jede Menge Stein. Ich glaube, Himmelsrand, das war Skyrim. Ich so richtig überlege. Achso, deswegen sagt's mir nichts. Gibt's auch bei The Elder Scrolls Online. Kann sein. Aber in der Region waren wir, glaube ich, noch nicht. Achso. Weil ich glaube, Himmelsrand ist das Erweiterungspaket Greymoor. Das haben wir uns zwar geholt, aber die Region noch nicht gespielt. Ich brauche wieder Stroh. Ich brauche Stroh. Mit Stroh, da bin ich froh. Darf auch etwas mehr Stroh sein. Ach so, Himmelsrand ist komplett Skyrim. Ach so. Ja, cool. Da spielt der Rob Arrow sehr viel. Also wenn ihr mal Bock auf Skyrim habt, dann schaut auch mal beim guten Rob Arrow vorbei. Meistens streamt er Freitag und Samstagabend. So gegen, sag mal, 22 Uhr ist meist die Startzeit. So, das und das. Also die Reihe habe ich auch. So. Dann schauen wir mal. Ich muss. Nein, ich will. Oder ich möchte. Ich will klingt immer so, zwang, ich will jetzt. Du hast echt Hogwarts nachgebaut? Ja, ich bin auch Mod. Ich bin ein Mod. Manchmal auch ein Bot. Stein, Stein, Stein. Ich brauche Stein. Verrückt. Ja, man kann diverse Dinge nachbauen, wenn man das will. Also in Minecraft kannst du wirklich viel machen. Ich weiß gar nicht, das Gleis 9¾, kommt das direkt auf Hogwarts an? Das ist das Einzige, was ich weiß, dass es dort so ein Gleis gibt. Ein Gleis 9¾? Ja, und Harry Potter musste dann gegen die Wand rennen. Und ist dann quasi, glaube ich, durch die Wand durch und stand dann auf dem Gleis. Einen wunderschönen guten Abend, Miss Cody. Hallo. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind hier gerade dabei zu bauen. Wir wollen eine Falle bauen. Achso, ich kann nicht aufsammeln. Mal sehen, ob es reicht. Jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite. Wo wollen wir eigentlich gerade? Wo ist es denn? Ach, hier. Nee, bin gerade blind. Ach hier, hier ist es. So, was brauche ich denn? Holz. Der Rob Arrow baut sehr viel. Ich glaube, ich habe ein Fundament zu viel. Hier habe ich schon. Ich glaube, hier kann ich nicht mehr. Hier kann ich nur ersetzen. Also ich weiß jetzt nicht, wo es überall Fundamente sind. Kann sein, dass hier irgendeine Ecke fehlt. Aber das ich ist dann so. Guck dann mal. Ich habe noch die restlichen Wände. Oh das Mann, ist ich bin überladen, so. Ey. Da läuft ein Barer lang. Ich setze noch was auf Gewicht. Warum? Ist aber nicht unser, ne? Der sollte nicht rumlaufen.
Ich schau mal kurz. Irgendein Bärenzettel gibt's auf der 45. Nee, Pari ist noch hier, gut. Ich brauche auch wieder Nahrung, okay, dann werden wir direkt mal ein bisschen Steak reinhauen. Gute Idee, ich trinken auch direkt nochmal was. Machen auch noch das Level up fertig. Nehmen wir diesmal Bewegungsgeschwindigkeit. Ich habe auch noch 871 Punkte frei, also 1 Gramm Punkte. Die hebe ich mir auf, falls ich irgendwann mal weiß, was ich genau machen will. Ach guck mal, zoom raus, dann kannst du unter die Erde schauen. Dann kann ich unter die Erde schauen, was? Keine Ahnung. Ich habe jetzt rausgezoomt. Ah, da gibt's noch ein anderes Rauszoomen, ne? Das ist jetzt bloß die Third-Person-Perspektive. Da gibt's dann noch was anderes rauszoomen. Ach, ey, Mist! Hast du angegriffen? Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Er ist tot. Okay. Ich dachte, wer schubst mich denn von hinten? Das macht doch nicht mein kleiner Taschendieb. Ich bin das hier. Schubs. Ey, mit deiner Lanze. Schnell weg. Sie will meine Lanze nicht. Doch. Nein. Ich habe mich gefreut, dass du die mitgebracht hast. Also, sie baut jetzt gerade Wände. Also hier kann man auf alle Fälle noch bauen. Mike, kleiner. Und ich wollte ja gerade, das wollte ich schauen, ne? Große Wände, hast du gesagt, gibt es irgendwo? Ja. Das sind die. Da war ich vorhin irgendwie abgestorben. Verstärktes Dino-Tor. Das können wir zum Beispiel auch machen. Dino-Tor, ne? Mhm. Dann müsste man nämlich das Tor aufmachen. Einer jagt's rein und dann macht jemand das Tor zu. Ich erforsche das mal. Mach das. Ich guck mal jetzt, ob ich irgendwie die Wände mal hinkriege. Die großen. Ist das hier unten eine Suchleiste? Ach, hier oben suchen, ja gut. Eine Treppe kann man ja dann auch noch ja, bauen. Ja, stimmt, ich könnte die Suchleiste nehmen. Ich kann man da einfach nach Stein suchen? Schere, Stein, Papier? Achso, damit habe ich das kleine Steintor. Doppelter Türrahmen aus Stein. Behemoth Steintorbogen. Nehmen wir auch mal mit. Steinfalltürrahmen. Große Steinwand, die meinst du wahrscheinlich. Ja, die habe ich jetzt erforscht, aber ich komme mit dem Gewicht noch nicht zurecht. Weil also die 160 Stein braucht. Ich habe die jetzt schon mal erforscht. Die große Steinwand braucht jede Menge Material. Ich baue erstmal unten die Wände weiter und setze dann eine Treppe ran. Und das hier ist ein doppelter Türrahmen aus Stein. Kann man herstellen? Stelle ich mal her. Ich schaue mir das Ganze mal an. Das Ding jetzt hier reinsetze. Hier. Wenn ich jetzt das Ding jetzt mal nehme. So groß ist der. Aha. Dann bauen wir das so. Ist gar nicht. Würde das funktionieren? Würde der Spino hier durchkommen? Ich weiß nicht, wie breit der ist. Ich kenne nicht die Breite seines Gesäßes. Er saß glücklicherweise noch nicht auf mir. Komm her, hopp. Hey. Hab meinen kleinen Taschendieb auf der Schulter. Oh, das ist so cool. Okay, nein, also kann ich es wieder abreißen. Dann muss es ja noch einen anderen Rahmen geben, oder? Gab es nicht auch die Möglichkeit? Oder brauche ich dann bloß Steinwände platzieren und dann haue ich diese großen zwei Türen hin? Vielen Dank für dein Lurk, Rob Arrow. Einen wunderschönen guten Abend, Potato. Schön, dass du einschaltest. Hallo. Und vielen Dank für den Lurk, Muttersöhnchen 3000. Herzlichen
herzlich willkommen bei der Armee der Finsternis. Nee, ich wollte eigentlich der Ego-Perspektive weiterspielen. Jetzt habe ich gerade irgendwas gemacht und ich weiß gar nicht, ob es richtig war. Ich habe einfach weitergemacht. Ich wollte ja eigentlich jetzt was bauen. Oh, das passt noch gar nicht. Diese große Wand will ich bauen. Holz habe ich, brauche etwas Stein und etwas Stroh. Das Stroh kriegt man hin. Das geht ruckzuck hier. Stroh und jetzt Stein. Ich brauche Stein. Ich habe das falsch gebaut. Ich glaube, hier hinten kommt, passt dann das mit dem Fundament nicht mehr so richtig. Steintorbogen für das Dino-Tor. Einen wunderschönen guten Abend, Evo. Hallo, Evo. Ich hoffe, dir geht's wieder etwas besser. Oder bist wieder kerngesund, sag mal so. Ja. Das wär sehr schön. Ein Schnupfen überstanden. Das andere vielleicht auch. Ein bisschen. So, ich brauche Stein. Wie war das mit dem Trommelwirbel? Genau. Falls ihr das kennt, von Schöne Bescherung. Wer von euch kennt denn Schöne Bescherung? Ein schöner Film. Machen wir weiter auf Gewicht, ne? Oh ne, bewegen. Machen wir das Bewegungsfeld. 120%. So, und vorhin wurde noch geschrieben, Steintorbogen für das Dino-Tor. Ja, aber Müll rausbringen ja. Sollte man auch mal machen. Außer du meinst da jetzt irgendwas anderes. Also ich musste das auch, so schlimm war das nicht. Ja, mussten wir. Glaube ich alle. Steintorbogen, habe ich denn überhaupt jetzt schon mitgenommen gehabt? Kann man hier auch suchen? Hier, suchen. Stein. Stein. Ich habe hier doppelter Türrahmen aus Stein, das ist es nicht. Kleines Steintor, dann habe ich das wahrscheinlich nicht genommen. Dann suchen wir nochmal. Steintorbogen. Das ist das kleine Steintor, das ist die große Steinwand. Komisch, hier hinten passt es dann nicht rein. Hier ist nur der behemes Steintorbogen. Kann es sein, dass ich das noch nicht erforscht, also noch gar nicht nehmen kann? Kleines Steintor ist das? Also bei kleines Steintor stelle ich mir das sehr kleines vor. Deswegen habe ich das jetzt nicht damit gerechnet. Brauche aber verdammt viel Steine, so klein kann es nicht sein. Warum auf der einen Seite noch keine Mauern? Ist zu spät. Aber dann kann ich sie abreißen, brauche ich Stein. Also, ups, jetzt habe ich einen Klotz draus gemacht, aber ich kann es nicht abreißen, weil das mit dem Fundament klappt noch nicht so. Weil hier in der Mitte scheint gar kein Stein hier. Wo ich stehe, hier. Ja, hier in der Ecke liegt auch wahrscheinlich nichts. Aber hier ist noch das eine. Also hier irgendwo, dann nicht mehr, aber ja, hier ist dann wieder eins. Kann sein, dass da irgendwo eine Lücke ist, aber ich sehe ja nicht, wo ich da was hingelegt habe. Hier fehlt das. Ich brauche noch Stein. Ja, habe ich jetzt auch gesehen, aufgrund der Menge, die das kostet, ist es nicht klein. Es ist ein bisschen ein Trugschluss, oder? Wenn da steht kleine Steintorbogen, ich will eigentlich jetzt keine Bären, ich will den Stein haben hier. Gib mir den Stein. So, ich mache mich jetzt mal an so eine Riesenwand. Gehen wir mal hier den Strand entlang. Kann den Strandspaziergang? Stein sammeln. Bin wieder überladen, habe wahrscheinlich wieder jede Menge. Und es reicht noch nicht, ne? Ich brauche noch etwas. Also muss ich noch irgendwas rausschmeißen. Dann laufen wir erstmal zurück. Und da können wir ein bisschen was reinlegen. Feuerstein loswerden und so weiter. Also dieses Ausrufezeichen Skulls, wenn man das eingibt, dann wird aufgelistet, wie viele Skulls man bereits gesammelt hat. Und dann sollte normalerweise auch ein Rang dastehen und auch die Zeit, die man damit verbracht hat, bei mir beim Streaming zuzusehen. Also, scheint doch zu funktionieren.
Wurde aber jetzt erst aktiviert, deswegen sind die Skulls noch nicht so angestiegen. Und vielleicht mache ich aus den Skulls mal noch irgendwelche Sachen draus, dass wir dann die einlösen können für irgendwelche Dinge. Ich weiß aber noch nicht genau, was ich da mache. Ich weiß nicht, was ich tue. Außer Narkosemittel herstellen. Ach so, siehst du, ich kann auch mal ein bisschen verdorbenes Fleisch noch, das habe ich vom Busch erschreckt, noch reinlegen. Habe ich auch noch was. Und Narkobären. Ja, ich hatte mir überlegt, was könnte ich bei mir nutzen, um das wie so eine Art Währung darzustellen. Und da sage ich, Skulls passt doch sehr gut, oder? Oder wollt ihr jedes Mal Totenköpfe schreiben? Skulls ist doch kürzer. Totenköpfchen. Totenköpfchen. Ich weiß noch nicht, ob ich da Minigames mache. Also bisher habe ich eher so gedacht, dass vielleicht so wie du, Potato, wie du das machst mit den Tönen, aber halt über Befehle. Und dafür müsst ihr halt den Skulls einsetzen. So. Oder ich schaue mir das bei den Tönen mal bei dir ab und dann kann jemand bei mir in den Stream reinfurzen. Aber die sind lustig. So, auch mich irritiert, dass es hier die Leiche rumliegt. Die habe ich auch gerade gesehen. Ich verschwinde in 20 Minuten. Ja, dann bist du ja bald weg. Tot, kann man da eigentlich auch draufhauen? Kriegt man da auch irgendwas wieder? Rohes Fleisch! Kannibale! Jetzt ist er weg. Jetzt die Kannibale! So, ich habe es tatsächlich geschafft, mal so eine riesen Steinwand jetzt herzustellen. Und ich habe jetzt das kleine Steintor. Das kleine Steintor. Das will ich jetzt mal hinsetzen. Ich bin mal gespannt, wie klein dieses Tor ist. Ich bin jetzt auch auf die Wand gespannt. So. Ich habe da eine Wand gesetzt. Siehst du das? Autsch. Das ist eine so eine Wand. Autsch. Da kann der doch nicht drüber klettern, oder? Kann der Spino da drüber klettern? Ein kleines Steintor. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter.